Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall mal die Taktik ändern. Von da bin ich doch gekommen, oder? Okay, was könnten wir tun? Wir könnten jetzt mal hier rumlaufen. Da hinten ist eine Leiter zum Beispiel. Können wir mal gucken, ob wir da irgendwas machen können? Weil diese Hauruck-Methode, was wir jetzt angewandt haben, die hat ja nicht wirklich viel gebracht, ne? Also werden wir jetzt einfach mal probieren. Also eine. Gott. Vielleicht erst den Bogen spannen und dann Zeitlupe einmachen. Immer wieder die gleichen Fehler. Oh, ne, dass hier noch mehr unterwegs sind. Shit, shit, shit. Oh Gott, da steht ja jemand. Denk mir schon, warum stiller Schlag? Aber, ja, da steht jemand, den ich nicht gesehen habe. Hier sind lauter solche Scharfschützen hier oben. Was jetzt passiert? Okay. Es sieht so aus, als wäre bloß noch ein Roboter da. Entweder ist es so, wenn ich hier alle ausschalte, oder... Kaspert denn der hier so rum? Junge! Mach doch mal ein bisschen low. So, okay. Komm ich gar nicht rüber, oder? Oder da unten entlang hangeln? Hm, bin jetzt auch nicht so der Fan. Jetzt mal die restlichen Typen hier. Oh, und dann kann ich ja diese Tanks dann noch kaputt machen. Oh Gott, shit. Deshalb, dann werde ich mal den Typen angreifen. Ist jetzt eh bloß noch einer da. Oder ist doch bloß noch einer, ja. Da hatte ich jetzt aber, da hatte ich richtig Glück, ne? Da hatte ich ja richtig Glück, dass der das sehen hat lassen. Oh, hier ist jemand aufgeregt da hinten.
Das ist ja noch einer. Oh, diese Holzstapel schauen auch gut aus. Wenn die nicht immer so rumbacken würden. Die suchen mich. Oh no. Was zählt denn da runter? Ach, der ist noch nicht tot. Was bedeutet das? Kann einen kritischen Schlag machen, oder was? Kann der mich sehen von hier oben? Sieht fast so aus. Okay, der Typ da, der geht anscheinend gar nicht so leicht down. Ach, das ist mein Verbündeter. Oh Gott. Oh Gott. Alles klar. Kann man ja mal machen, ne? So. Okay, jetzt schaue ich dann mal einfach, wenn ich auf das... Sorry, Mann. Alles gut? Ja. Probiere ich ihn einfach mal abzuschießen und schau mal, wie viel das ausmacht. Wenn ich hier die Teile abschieße. Oh Gott. Alles klar, das hat ja schon sehr gut funktioniert. Das zieht aber ganz viel ab. Okay, wie macht man das am besten? Okay, vielleicht diese Springpfeile? Jetzt habe ich ihn zumindest mal die Ausrüstung zerlegt hier. Ah, dann geht es auch viel einfacher. Vor allem dürfen wir ja nicht vergessen. Oh Gott, beweg dich doch. Ja klar, wenn ich jetzt sterbe, ne, dann raste ich aus. Ja klar. Ach komm schon, warum was passiert jetzt hier? Okay, jetzt habe ich sie.
Komm, lauf rein. Ach so, na klar. Okay, jetzt habe ich dich aber. Okay, jetzt habe ich dich. Wer ist denn noch nervös? So, du bist nervös. Und damit habe ich es erledigt. Uiuiuiui, das war dann doch eine ganze Hausnummer. Altes Gefäß. Schwieriger, als ich gedacht habe. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Weg, den ich nicht gefunden habe. Dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Weil es muss doch auch einfacher gehen. Also war das normal, dass die eine Maschine dann zerlegt hat? Oder war das nur Glück? Oh, da gibt es noch was Grünes. Wüstenglas. So, dann hoffe ich mal, dass das der letzte Kampf war, weil sonst haben wir nichts mehr zum Heilen. Versprochen, ich sage dir alles. Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren, wer sind die? Die Eclipse, eine Art heilige Krieger, ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne, sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch, außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Wie kam die Eclipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Speer wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam sie nicht an Avad heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eclipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihn in irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Die Eclipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter, kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht,
Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. So. Tilke, deine Schuld wäre die herzliche Variante. Dein Leben ist verwirkt. Knallhart. Es ist kompliziert. Was machen wir? Im Endeffekt hat er ja vorhin auch die anderen angegriffen, ne? Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist, und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Okay, und dann haben wir uns für die herzliche Variante entschieden. Und bekommen eine Questbelohnung von 6000 Erfahrungspunkten und einen Fertigkeitspunkt und steigen somit auf Rang 23. Einen Fertigkeitspunkt, 10 Gesundheitspunkte. Und die Hauptquest schickt uns jetzt nach Schöpfers End. Wo wäre das? Okay, das wäre ganz da oben. Oh, jetzt haben wir aber schon ziemlich viel aufgedeckt hier. Was wären das hier? Stufe 14. Okay, die können wir auf jeden Fall mal machen. Fertigkeitspunkte haben wir jetzt 3. Jetzt schauen wir mal, weil das Rüstungsabschlagen, das war eigentlich schon sehr gut, ne? Das habe ich aber so nie eigentlich gemacht. Präzisionsplus. Maschinen schneller nieder. Okay, könnte man machen. Die Überbrückung. Fallen entschärfen. Ausweichtalent. Starker Schlag. 15% mehr. Kann ich das jetzt... Ah, okay, das geht hier so um die Kurve. Was haben wir denn da noch? Konzentration. Schnelleres Nachladen bei Konzentration. Doppelschluss. Okay. Dreifachschuss. Drücke beim Ziehen R1 um allen Bogenwaffen einen zusätzlichen Pfeil anzulegen. Bastler, Waffenspuren und Outfitgewebe können entfernt und wieder verwendet werden. Ausbau der höhere Schuss noch mehr Rohstoffe. Beim Plündern von vernichteten Maschinen. Okay, wir machen erst einmal das hier. Um uns dann einfach auch mehr Sachen noch kaufen zu können. Um dann einfach noch schneller zu leveln und noch geilere Sachen zu finden. Oh, was Blaues. Und jetzt würde ich einfach gerne mal in den Laden reingehen. Ich glaube, uns fehlt das eine oder andere noch. Was wir
kaufen hätten sollen können. Jetzt haben wir ja wieder ganz viel Geld. Gehen wir da ran? Oder gehen wir hier hin? Jagdbedarf. Hier war ich noch gar nicht. Hier oben. Weil das ist ja auch ein Händler. Da kann ich dann da durchlaufen, falls es hier nichts gibt. Das machen wir doch so. Das Chaya Feuerwappen-Outfit schützt gegen Feuerschaden. Ja, weil ich glaube, ich würde mir einfach noch mehr Outfits kaufen. Und noch mehr Waffen. Es muss einen Bogen geben, der Schockzustände nach sich zieht. Und Outfits, die gegen dies und das gut sind. Und da bin ich einfach zu schlecht ausgerüstet. Und da würde ich einfach ein bisschen mehr machen. Donnerkiefer, plündere Langbeine verfügen einen über eine Ortungsbauteil, das sich im hohen Gross aufspüren kann. Schalte das Bauteil aus, um die Fähigkeit zu deaktivieren. Ah, okay. Scharfschutzbogen feuert Zersprengungspfeile ab, die nach dem Aufbau eine starke Druckwelle abgeben. Dieser Stoß reißt Rüstung und Bauteile ab. Das haben wir ja vorhin mal gemacht. Das war richtig gut. Man sollte doch öfters immer den Ladebildschirm fleißig lesen. Bahnt sich in der Jägerloge ihren Weg an die Spitze. Wurde auch Zeit. So, mit dem Händler reden. Der Kriegsbogen. Genau, hier haben wir nämlich diese Munition, hier die Schockmunition. Das ist der normale Scharfschutzbogen. Und was fehlt uns denn hier noch? Hier hätten wir, genau, hier hätten wir auch Schockbomben. Den Hammer, der ist gut, den haben wir auch. Okay, der Kriegsbogen wäre natürlich sehr interessant. Aber was können wir von denen teuren Teilen hier? Schattenseilwerfer, Schattenjäger. Okay, der hat aber nur Feuer und normale Pfeile. Dann hätten wir hier eine richtig krasse Stolperfalle. Schattenkriegsbogen. Schattenscharfschutzbogen. Die kann man aber nicht. Tramplerherz, Sägezahnherz. Okay. Dann könnten wir hier die Stolperfalle. Die hat hier 160 Schock. Wächterherz brauchen wir dafür. Plündererherz. Die könnten wir beide kaufen, ne? Schau ich bloß mal kurz, wie viel sich das verbessert. Auch um 4. 00160. Okay, der kann halt noch Feuer und kann noch 3 Modifikationen. Dann machen wir doch mal. Ach, ich hätte eigentlich gern den Schattenkriegsbogen hier. Die kann ich alle noch nicht. Dann machen wir doch die Sachen, die wir können. Dann nehmen wir hier den Kriegsbogen. Die Sprengschleuder. Den Seilwerfer. Die Schleuder nehmen wir auch mit. Genau. Haben wir doch hier schon mal alles selten. Kaufen wir noch die Outfits. Oh, ich kann sogar was sehr Seltenes kaufen. Kabel, Maschinen und getränkten Stoffen schützt vor Verderbnisschaden. Oder blablabla, schützt die Trägung vor Schock eines Zuständigen in Gefahr der Werkstätten. Was haben wir hier noch? Diese Rüstung wurde hergestellt, um Elementen zu trotzen.
Das wird auch nicht schlecht. Nehmen wir doch. Kaufen wir. Ausrüsten. Noch ein überlebendes Schwert. Ja, nehmen wir mit. Dann würde ich gerne noch ein paar von denen Tränken kaufen. Und wir könnten wahrscheinlich noch irgendwas verkaufen. Alte Skulptur. Verkauf gegen Metallscherben. Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben. Okay, wenn jetzt da Plus steht mit, was ist das, wir es verkaufen können? Dann verkaufe ich das auch. Geschäfte, Objektherstellung. Damit kann ich alles was anfangen. Hier haben wir Verkauf. Okay, alles nur Verkauf, Verkauf, Verkauf. Mehrere. Und dann haben wir doch schon gleich irgendwas zusammen hier. Man sollte nicht den Fehler machen und hier Geschäfte mit Händlern vergessen. Dum, 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 dum. Okay, einiges gekauft. Oh, ganz neue Tutorials erhalten. Und hier ist richtig epische Musik am Start. Eispfeil, Schockpfeil. Ah ja, Kriegsbogen. Eispfeil. Mhm. Jetzt würde ich gerne noch modifizieren ein bisschen. Okay, plus 96% Schaden. Wir müssen mal aufs Symbol gucken. Abriss, 38%, krass. Feuer, Abriss und Schock, 14% Schock. Verderbnis. Okay, ich habe gar nicht mehr so viel. Lidernis. Den Kriegsbogen. Kann ich den jetzt hin modifizieren? Fertigen, herstellen? Hier. Handhabung und plus Schock. Das machen wir mal drauf. Eis und Abriss. Ja, okay, machen wir auch mal drauf. Wir können jetzt hier wieder entfernen. Haben wir jetzt auch gar nicht mehr so viel, ne? Schock haben wir hier noch. So gute Sachen haben wir dann gar nicht. Fernangriff, Fernangriff, Nahangriff, Verderbnis, Feuerschutz, Schockschutz, Verderbnisschutz, Tarnung.
Machen wir doch zweimal die Teile da drauf. Oh, ich kann die auch herstellen. Ich muss da mal dran denken, dass ich ja auch diese anderen Tränke, Schockwiderstand, Feuerwiderstand, Gegengift, das kann ich alles herstellen. Sprengfalle. Da denke ich immer gar nicht dran. Oh, hier kann ich was herstellen. Kriegsbogenköcher. Zack. Truthahnhaut. Kann ich jetzt alles herstellen hier? Okay.